Guten Morgen und herzlich willkommen hier aus der Johann-Gerhard-Onken-Kirche in Hamburg. Schön, dass du da bist. Wir hoffen, es geht dir gut. Wie es dir auch immer gehen soll und wie es dir auch immer geht, sei gewiss, Gott kennt dich. Und er ist da, gerade jetzt bei dir. Ich grüße uns mit dem Vers, der über diesem Sonntag steht. Wir finden ihn in Psalm 27, der Vers 7. Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich. Sei mir gnädig und erhöre mich. Dieser Ruf zu einem Gott, der hört, der die persönliche Beziehung zu dir und zu mir sucht. Mit diesem Gott möchte ich reden, beten und ich lade dich ein, mitzumachen. Gott, danke für diesen Tag. Danke dafür, dass wir hier sein dürfen, dass wir aufstehen durften, dass wir wach sein können, dass wir jetzt da sein dürfen, um zu hören, was du heute zu uns sagen möchtest. Du kennst uns und weißt, wie es uns geht, wie unsere Woche war, wie unsere Nacht war, was heute kommt. Und in all dem bist du da. Dafür danken wir dir. Und wir danken dir dafür, dass du heute Morgen zu uns reden wirst. Wir bitten dich, dass du uns offene Ohren und offene Herzen schenkst, dass wir hören, was du heute zu uns sagen möchtest. Wir danken dir dafür, dass wir wissen, dass du redest und dass du hörst. Amen. Großer Gott, wir loben dich. Ja, das ist es, was wir tun können, wenn wir mit Gott reden, wenn wir staunen über das, wie er ist und was er getan hat. Und so lade ich dich ein, mitzusingen, mitzusummen. Großer Gott, wir loben dich. Der Text, der findet sich unter dem Lied. Und ich stelle gerade fest, ich kriege ein großes Gewinke. Groß ist unser Gott, nicht großer Gott, wir loben dich. Aber es passt so oder so. Ein ganz besonderes herzlich willkommen gilt auch dir, Henrik. Schön, dass du hier bist. Du hast uns im Vorfeld eine kleine Zusammenfassung dessen geschrieben, wer du bist. Und ich stelle dich mal vor und währenddessen kannst du schon nach vorne kommen, damit man auch die Person zu den Fakten sieht. Du kommst ursprünglich aus dem schönen Nordrhein-Westfalen, aus Leichlingen. Du bist 16 Jahre lang verheiratet,
Vom ersten Beruf bist du Lehrer und hast dann gemerkt, in der Arbeit in Wismar, in der Gemeindegründung, in der du dich eingebracht hast mit deiner Frau, dass es für dich noch weitergeht. Weitergeht in einen vollzeitlichen Dienst in und für Gemeinden und bist deswegen nach Gießen gezogen. Dort hast du an der FTH, der Freien Theologischen Hochschule, deinen Master und natürlich vorher deinen Bachelor gemacht und arbeitest jetzt dort als Dean of Student. Und da bin ich ganz gespannt, wie du das Ganze füllst, denn das ist ja so ein Begriff, den nicht jeder kennt. Ihr habt Kinder, 3 Töchter, die von 5 bis 11 Jahre alt sind. Und ich bin gespannt, was deine Frau sagen würde, wenn sie dich vorstellen würde. Ja, meine Frau, die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich habe ihr die Frage auch gestellt, wie würdest du mich vorstellen? Und dann hat sie gesagt, ja, die haben ja dich gefragt und nicht mich, also überleg dir was. Ich glaube, meine Frau würde sagen, dass ich schon ein herzensguter Mensch bin. Sie hat mich ja auch geheiratet, aber mit einem ja, relativ großen Hang zum Perfektionismus, der es manchmal vor allem bei sich selber sehr genau nimmt, gepaart mit einer sehr pessimistischen Veranlagung, obwohl ich mir eigentlich immer viele Dinge vornehme und sehr optimistisch darauf blicke, trotzdem immer einen gewissen Pessimismus einfach nicht sparen kann. Und dass ich jemand bin, der sich immer viel zu viel vornimmt, was er gerne alles machen möchte, und dabei sehr schnell schon mal vergisst, wie eigentlich das Zeitkontingent und das Kräftekontingent so bemessen ist und meistens dann an meinen eigenen Vorgaben scheitere, an dem, was ich mir vornehme, und dass sie mich trotzdem unendlich lieb hat. Ja, das ist das Beste. Genau. Dean of Student, wie würdest du diesen Begriff füllen? Was tust du? Tja, die Frage stelle ich mir auch manchmal. Was macht eigentlich ein Dean of Students? Der Begriff ist, ja, er lässt so ein bisschen Freiheit zur Interpretation. Als Dean of Students ist man grundsätzlich zwischen den Studenten und den Dozierenden an der FTH. Da, man vertritt so ein bisschen beide Seiten, also gegenüber den Studierenden ist oft so, dass man Dinge eher vertritt, die die Dozierenden einnehmen und sich wünschen, und umgekehrt ist es genauso. Ich bin Ansprechpartner für unsere Studierenden an der FTH in ganz, ganz unterschiedlichen Feldern. Also sei das, wenn jemand Seelsorgebedarf hat, mit irgendwas nicht zurechtkommt und sagt, ich muss da mal mit jemandem reden, dann bin ich Ansprechpartner. Wenn das irgendwelche Probleme innerhalb des Studiums sind, ich schaffe Dinge zeitlich nicht oder sowas, dann bin ich Ansprechpartner. Oder auch wenn es um theologische Fragen geht, ja, wenn jemand sagt, ich habe da in der Vorlesung bei dem Dozenten das und das gehört und da komme ich theologisch nicht mit klar, können wir uns mal zusammensetzen. Also es ist ganz viel einfach im Gespräch mit den Studierenden. Gleichzeitig sind ich und meine Kollegin so dafür verantwortlich, den Bereich geistliches Leben und geistliches Wachstum an der FTH zu gestalten. Es geht ja jetzt in den Vorlesungen nicht immer automatisch um geistliches Leben. Also wenn man Kirchengeschichte hat, was super spannend ist, dann sind da zwar, wenn man tiefer gräbt, sehr viele Dinge, die auch fürs geistliche Leben wichtig sind, aber man kommt nicht immer so automatisch drauf. Und wir schaffen Zusatzangebote, Plenumsveranstaltungen, wo man als Gemeinschaft zusammenkommt, wo es dann um geistliche Inhalte geht. So Sachen wie ein gemeinsames Frühgebet, aber auch Seminarangebote zum persönlichen geistlichen Leben. Das ist auch noch ein weiterer Bereich. Und wir sind so in der Vernetzung zur Praxis tätig. Also wir begleiten die praktischen Übungen, die Studenten so machen, und sind da in der Auswertung und in der Vorbereitung mit beschäftigt. Das sind so drei Kernbereiche, und dann gibt es noch ganz, ganz viele Details, die halt auch im Tagesgeschäft so anfallen, die es dann auch noch zu tun gibt.
Das hört sich total komplex an. Deswegen schön, dass du das machst und bestimmt auch sehr spannend mit so vielen, ja ganz unterschiedlichen Menschen zusammen. Ja, auf jeden Fall, ja. Wenn du nicht gerade arbeitest, wie würde dein perfekter Tag aussehen? Mein perfekter Tag. Also ich habe mir überlegt, mein perfekter Tag wäre auf jeden Fall sonnig. Das ist wichtig, ich bin Sonnenmensch und mag die Wärme. Mein perfekter freier Tag würde so aussehen, dass ich relativ früh morgens mich im Frühsonnenschein auf mein Rennrad setze und mal 2 Stunden einfach unterwegs bin mit meinem Rad auf der Straße und dann nach Hause komme und wir gemeinsam gemütlich schottisch frühstücken. Wir waren als Familie ein knappes halbes Jahr in Schottland im Auslandssemester und haben da so eine Frühstückstradition mitgebracht und freie Tage nutzen wir immer dazu. Ja, und im Verlauf des Tages wäre es schön, wenn ich dann irgendwo mal ein paar Minuten hätte, um mich einfach hinzusetzen und zu lesen. Ich lese sehr gerne. Und wenn man dann noch Raum hat, irgendwo mit der Familie eine Fahrradtour zu machen oder spazieren zu gehen, irgendwas zu unternehmen und abends dann noch gemütlich den Tag mit meiner Frau ausklingen zu lassen. Das wären so ein paar Eckpfeiler für den perfekten freien Tag. Hört sich gut an. Der perfekte freie Tag. Ja, bestimmt beschäftigt dich auch an solchen Tagen bestimmte Themen. Mhm. Hast du gerade ein Thema, was dir besonders auf dem Herzen liegt? Mhm. Also ich beschäftige mich seit einiger Zeit, das hängt so ein bisschen mit meiner Promotion zusammen, die ich neben meiner Arbeit noch angefangen habe. Da geht es sehr stark um das Thema Buße und Buße und Liturgie im Gottesdienst. Und so diese ganze Thematik Schuld, Buße, Vergebung und unser Umgang damit, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Gemeinde, als auch im Persönlichen. Da nehme ich wahr, mit Schuld und Vergebung haben wir in der Gesellschaft irgendwie ein Problem. Und es beschäftigt mich auch in meiner Promotion, aber auch so im persönlichen Bibelstudium und einfach im Denken immer wieder, welche Wege können wir da als Christen gehen, dieses Thema Buße auch im Alltag und im Miteinander anzugehen. Es geht ja auch so ein bisschen in der Predigt heute um die Thematik, das beschäftigt mich schon und schlägt sich dann auch in verschiedenen Bereichen nieder. Ja, vielen Dank. Wir sind gespannt drauf, was du uns gleich mitgebracht hast. Ich auch. Von dem, was Gott dir aufs Herz gelegt hast. Ja, ich lese uns jetzt den Predigttext und danach hören wir noch ein Lied. Okay. Der Predigttext des heutigen Tages ist aus Psalm 32 von David, ein Makil. Glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr seine Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhne den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sonnengluten. So tat ich dir kund meine Schuld und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss, bei große Wasserfluten werden ihn nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten.
Sei nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Viele Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch an dem Herrn und frohlockt, ihr Gerechten, und jubelt, alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Ja, ich habe bei der Vorstellung eben gar nicht guten Morgen gesagt. Das ist ja richtig unhöflich, wie ich mich hier eingeführt habe. Deshalb wiederhole ich das jetzt, oder mache ich das jetzt. Einen wunderschönen guten Morgen auch euch an den Bildschirmen zu Hause. Ich freue mich, dass ich das erste Mal hier in Hamburg in der Onkengemeinde sein darf, auch wenn mir die Grindelallee nicht ganz unbekannt ist, weil ich hier in Hamburg mein Lehramtsstudium gemacht habe und die Haltestelle da drüben auf der anderen Seite doch noch ganz gut kenne. Unser Bundesgesundheitsminister, der Herr Spahn, der hat zu Beginn der Corona-Krise einen ganz interessanten Satz gesagt. Er sagte: Wir werden am Ende einander sehr viel zu verzeihen haben. Wir werden am Ende dieser Krisenzeit einander sehr viel zu verzeihen haben. Und keine Sorge, ich werde nicht über Corona predigen oder das in irgendeiner Weise kommentieren, was so um uns herum passiert. Ich habe aber den Eindruck, dass der Herr Spahn mit dieser Aussage durchaus ein Problem getroffen hat, was uns als Gesellschaft betrifft. Denn verzeihen, dem anderen zu verzeihen, das ist schon etwas, was durchaus schwierig ist in unserer Gesellschaft. Wir leben in einer Zeit, in der eigentlich eher Konsequenzen und Köpfe gefordert werden, aber verzeihen, da haben wir es nicht immer so mit. Ich glaube, das hat einen tieferen Grund, der sich dann auch wieder auf unser Verhalten niederschlägt, denn damit geht einher, Schuld zuzugeben, das fällt uns auch schwer. Wenn man weiß, wenn ich Schuld eingestehe, wird mein Kopf gefordert und niemand verzeiht mir, dann tue ich mich natürlich auch schwer damit, etwas zuzugeben. Aber Verzeihen hängt auch damit wieder zusammen, denn verzeihen kann ich nur dann, wenn jemand auch eingesteht, dass er schuldig geworden ist. Und auch mir kann nur verziehen werden, wenn ich eingestehe, da ist etwas, was es zu verzeihen gibt. Und ich glaube, mit diesem Schuldeingeständnis,
da tun wir uns fast noch schwerer mit als mit dem Verzeihen selbst. Niemand möchte gerne schuld sein. Und wir können sehr kreativ werden, wenn es darum geht, Schuldige zu finden. Schuldige, die nicht den eigenen Namen tragen. Denn selber schuld sein, das sage ich ganz ehrlich, das möchte auch ich nicht. Meine Beobachtung ist, dass auch Christen hier keine Ausnahme sind. Auch Christen sind nicht gerne schuld. Und wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, tun wir uns auch mit dem Verzeihen durchaus schwer als Christen. Und ich habe mich gefragt, was sagt eigentlich Gott dazu? Was denkt Gott über Schuld und über Vergebung? Und wie kann das, was Gott über Schuld und über Vergebung, über Verzeihen denkt, auch mein Verhalten mit Schuld und mit Buße in meinem Alltag prägen? Und darüber wollen wir anhand dieses Psalms, den Mirjam uns vorgelesen hat, gemeinsam nachdenken, dem Psalm 32. Und ich möchte es unter das Thema stellen, meine Buße und Gottes Antwort auf diese Buße. Und wir wollen drei Dinge anhand dieses Psalms lernen. Wir wollen etwas über den menschlichen Zustand lernen, über den menschlichen Fehler und über die göttliche Perspektive auf meine Buße und Gottes Antwort. Der menschliche Zustand, der menschliche Fehler und die göttliche Perspektive. Wenn wir in diesen Psalm hineingehen und uns auf die Suche machen nach dem menschlichen Zustand, dann finden wir etwas direkt in den beiden ersten Versen. Wir zerlegen diese ersten beiden Verse in einzelne Bestandteile und dann stoßen wir auf vier verschiedene Substantive, die in unterschiedlicher Form doch wieder die gleiche Sache ausdrücken. So arbeiten die Psalmen ja ganz oft, dass sie mehrere Dinge von unterschiedlichen Seiten beleuchten, aber eigentlich sich auf eine Sache fokussieren. Wir lesen hier etwas von Übertretung, wir lesen etwas von Schuld, von Sünde und von Trug. Verschiedene Worte, die aber uns auf eine Sache aufmerksam machen, dass nämlich Sünde, dass Schuld im Leben des Menschen total ist, umfassend. Sünde in unserem Leben ist total. Das ist etwas, was aus diesen Versen spricht. Und das ist das größte Problem, das ist der Zustand und das größte Problem des Menschen seit dem Sündenfall. Die Sünde ist total. Und vielleicht sagst du jetzt an dieser Stelle schon, Moment mal. Ich habe mal eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Ich lebe mit Jesus Christus und ich versuche, die Maßstäbe von Jesus Christus ernst zu nehmen und danach zu leben. Und ich habe den Eindruck, ich kriege das auch schon ganz gut hin. Da ist vieles in meinem Leben, was besser läuft und vor allem nach außen glaube ich, dass das eigentlich schon ganz gut sichtbar wird, dass ich mit Jesus Christus lebe. Und ja, das mag sein. Aber wie ist es, wenn wir in unser Inneres hineinschauen? Ich musste, als ich darüber nachdachte, an etwas denken, was wir als Familie, also die Familie meiner Eltern und wir erlebten. Da wohnte ich noch zu Hause, also vor vielen, vielen Jahren. Wir hatten eine Austauschschülerin aus Frankreich. Und wie das so ist bei Austauschschülerinnen, die in Gastfamilien wohnen, da bringt man ja immer so ein Gastgeschenk mit. Und diese Austauschschülerin hatte uns französische Nougat mitgebracht. So dieses leckere, mandelhaltige, weiche, weiße Zeug, was unheimlich lecker schmeckt. Und ich sage dazu, das war zu Zeiten, da gab es noch kein Amazon und so, wo man per Mausklick sich das ins Haus holt. Das war schon was Besonderes, wenn da so jemand als Gast kam und das als Geschenk mitbrachte. Und wir saßen in einer gemütlichen Runde zusammen am Kamin und die Schülerin übergab uns dieses schön eingepackte Paket und wir packten das aus und freuten uns, oh, französische Nougat hatten wir lange nicht mehr und freuten uns drauf, dass wir das gemeinsam essen. Ich erinnere mich noch, meine Mutter nahm so ein kleines eingepacktes Stück und packte das aus mit froher Erwartung und plötzlich ein Entsetzensschrei. Weil nämlich innen drin, in diesem schön verpackten Päckchen, ganz viele kleine Maden wohnten.
Ja, ganz toll, man freut sich. Ja, aber dieses schöne Paket, man erwartete nur Gutes und dann öffnet man es und innen drin ist es zerfressen. Ich glaube, dass das ein gutes Bild dafür ist, was auch in unserem Inneren los ist. Dass Sünde immer noch sehr umfassend ist. Nehmen wir mal nur die Welt unserer Gedanken. Was schwirrt da so rum an Gedanken? Wenn zum Beispiel der Kollege die Gehaltserhöhung bekommt, die doch eigentlich seit langer Zeit schon dir zusteht, was steigt in uns auf? Wenn mein Nachbar mir jetzt schon das dritte Mal in Folge den Parkplatz vor der Wohnung wegnimmt, der doch eigentlich mir zusteht. Wenn die Musik in der Gemeinde mal wieder zu laut ist oder der Pastor zu lange predigt oder was es alles für Szenarien gibt. Wenn wir mal nur die Welt unserer Gedanken nehmen, was kann da alles in uns aufsteigen? Die Sünde in unserem Leben ist total. Sie ist umfassend. Sie ist so umfassend, dass wir sagen müssen, in uns selbst sind wir sündiger, als wir es jemals geahnt haben. In uns selbst, in uns drin, sind wir sündiger, als wir es jemals geahnt haben. Das sind die schlechten Nachrichten an diesem Tag. Entschuldigung, dass ich mit den schlechten Nachrichten anfange, aber es ist ja auch das, was wir in dem Psalm finden. Das Gute ist, wir haben ja diese beiden ersten Verse etwas zerlegt, dass es nicht dabei bleibt. Denn wenn man diese Verse liest, dann gesellen sich vier andere Begriffe zu diesen Begriffen von totaler Sünde hinzu. Wir lesen nämlich auch etwas von Vergebung, von zugedeckter Sünde, von nicht zugerechneter Schuld und von keinem Trug. Auch das steckt in diesen Versen drin. Und das kommt zu dieser totalen Sünde hinzu und das macht uns ein zweites deutlich, dass nämlich nicht nur die Sünde total ist, sondern dass das Angebot von Vergebung genauso total und umfassend ist. Wer Gott um Vergebung bittet, so möchte ich das einmal formulieren, wer Gott um Vergebung bittet, der rennt offene Türen ein. Weil das Angebot der Vergebung und auch die Vergebung, die zugesprochen wird, total ist. Und wer Gott um Vergebung bittet für seine Schuld, der kann sogar sagen, dass er in Christus geliebter ist, als er jemals gehofft hat. In mir selbst sündiger, als ich jemals geahnt habe, aber in Christus geliebter, als ich jemals hoffen kann. Und deshalb sind diese beiden Verse auch eingeleitet mit dem gleichen Wort. Vers 1 und Vers 2 beginnen mit dem Wort glücklich. Glücklich, der das erlebt, dass seine umfassende Schuld umfassend völlig vergeben ist. Wer Gott um Vergebung bittet, der rennt offene Türen ein. Und wenn du vielleicht vieles andere aus dieser Predigt vergisst, dann nimm bitte aber diesen einen Satz mit. Wer Gott um Vergebung bittet, rennt offene Türen ein. Deshalb macht Vergebung glücklich. Denn Gott möchte nicht nur etwas vergeben, er möchte auch nicht nur einmal vergeben, sondern er möchte uns immer wieder umfassend vergeben. Wer Gott um Vergebung bittet, rennt offene Türen ein. Jetzt stoßen wir, wenn wir diesen Psalm weiterlesen, aber auf ein Problem und das möchte ich als den menschlichen Fehler bezeichnen. Und ich habe mich gefragt, warum haben wir, obwohl es dieses Angebot umfassender Vergebung gibt, immer noch so ein Problem damit, eigentlich Schuld einzugestehen? Ich glaube, unser Fehler liegt darin, dass wir diese Möglichkeit totaler Vergebung ganz oft nicht leben. David
geht weiter im Vers 3 und wir finden wieder vier Begriffe. Und die machen dieses Problem, die machen diesen Fehler deutlich. David schreibt von Zerfall, von Gestöhn, von Last und von Sommerglut. Etwas, was alles nicht positiv ist. Meine Gebeine zerfallen, ich schreie den ganzen Tag. Deine Hand lastet auf mir. Und das hängt mit dem zusammen, wie dieser Vers 3 eingeleitet ist, dass David nämlich sagt, als ich schwieg. In dem Moment, wo ich nicht zu Gott ging, um meine Schuld einzugestehen, da merkte ich, Gottes Hand ist eine Last auf mir. Meine Gebeine zerfallen. Wir gehen diesen Weg leider oft nicht, den Weg von Buße und Vergebung, sondern wir schweigen. Wir versuchen, auf eigene Weise mit Schuld zurechtzukommen. Und ich dachte über zwei Verhaltensweisen nach, die wir auch als Christen oft an den Tag legen. Da ist zunächst, so möchte ich ihn mal bezeichnen, der tätige Christ. Der tätige Christ, das ist jemand, der versucht, es selber zu schaffen, selber aus der Schuldfalle rauszukommen, sich abzurackern, sich irgendwelche geistlichen Übungen aufzuerlegen, um besser zu werden. Er bittet zwar um Vergebung, aber er denkt, er müsste zusätzlich zur Bitte um Vergebung dann auch selber noch was obendrauf legen, um zu zeigen, dass er das wirklich ernst meint. Ich habe das als Kind immer wieder meiner Mutter gegenüber gemacht. Wenn ich mal was verbockt habe, dann bin ich nach der Schule am Blumenladen vorbeigefahren und habe Blumen gekauft und kam nach Hause und habe meiner Mutter gesagt, Mama, ich habe dir Blumen mitgebracht und übrigens, wie ich mich gestern verhalten habe, das tut mir leid. Noch etwas Eigenes dazu packen, um besser zu werden, um zu zeigen, dass man es auch ernst meint. Aber im Grunde macht uns dieses Abrackern, dieses Tätigsein, es macht uns krank. Selbst gerecht zu werden, macht krank. Denn ich werde immer wieder mit dem eigenen Versagen konfrontiert. Ich merke immer wieder, ich kriege das nicht hin, ich werde nicht besser, ich kriege die Schuld nicht in den Griff. Und so sehr ich mich auch anstrenge, aus eigener Kraft besser zu werden, es klappt nicht. Ich merke immer wieder, da ist doch was, was nicht funktioniert. Und dann lege ich mir noch was obendrauf und es wird schwerer. Und die gute Hand Gottes, die mich ja eigentlich führen möchte, sie wird zur Last, die auf mir liegt, weil ich denke, Gott ist derjenige, der, wenn ich schuldig werde, mir eine Last auflegt und mich niederdrückt. Eine andere Verhaltensweise, das ist der kreative Christ. Der kreative Christ, das ist der, der so lange nach Ausreden sucht, warum er es gar nicht gewesen sein kann. Es ist der, der auf den anderen zeigt. Es war der Partner oder es war der Kollege oder es waren die Ältesten oder was es alles sein kann. Es war die Kindheit, weil man zu früh abgestillt wurde oder sonst irgendwas los war im Leben. Und deshalb kann ich es überhaupt nicht gewesen sein. Wir vertuschen Dinge in unserem Leben, wir beschönigen etwas, wir schieben es weg. Das kann sogar dazu führen, dass wir Beziehungen zerstören, weil wir die Schuld auf den anderen schieben. Und der andere sagt, Moment, wenn du das immer bei mir ablädst, warum soll ich dann mit dir noch Gemeinschaft pflegen? Und ich glaube, ganz tief drin macht auch das uns krank, weil wir tief drin doch wissen, eigentlich bin ich es selbst. Eigentlich liegt der Fehler bei mir. Und der Gedanke, dass das rauskommen könnte, der ist wie diese Sommerhitze, die David beschreibt und die mich zu verbrennen droht. Schweigen macht krank, aber Vergebung macht glücklich. Das ist etwas, was David uns hier
beschreibt: Schweigen macht krank, als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine. Und dann kommt aber der Wechsel in Vers 5, dass David sich auf den Weg macht und sagt: Ich tat dir kund meine Sünde. Und es ist interessant dann zu sehen, dass in diesem Vers ein Wechsel stattfindet. Wir haben hier wieder Begriffe, die uns schon begegnet sind in Vers 1 und 2. Hier lesen wir wieder von Sünde und von Schuld und von Übertretung. Aber hier wechselt etwas in diesem Psalm, denn am Ende dieses Vers 5 ist keine Rede mehr von der Schuld in meinem Leben, sondern da ist schon die Antwort Gottes geschildert. Ich tat es dir kund, und dann kommt nicht noch ein vierter Begriff obendrauf, sondern Gottes Antwort: Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. David hört auf zu schweigen. Er macht sich auf zu einem totalen Bekenntnis. Und es verändert diesen Vers und es verändert sein Leben. Gottes Antwort ist nämlich Vergebung. Das heißt, das totale Bekenntnis der totalen Sünde führt zur totalen Vergebung. Das totale Bekenntnis der totalen Sünde führt zur totalen Vergebung. Und wenn wir diesen Psalm weitergehen, dann merken wir, dass das etwas mit Davids Leben und mit Davids Alltag und auch mit Davids Wahrnehmung von Gott und Gottes Wort macht. Und damit wollen wir uns die göttliche Perspektive auf diesen Umgang mit Schuld, mit Buße und Vergebung anschauen. Viele Christen denken ja, Vergebung, das ist so das grundlegende ABC des Christenlebens. Ich treffe in meinem Leben eine Entscheidung für Jesus Christus, ich bitte mal einmal um Vergebung. Das ist so der Start des Christenlebens und dann kommt das geistliche Wachstum, dann geht es immer höher und ich werde ein immer reiferer Christ. Und Vergebung kommt dann nicht mehr so oft vor. Tim Keller, ein Pastor aus New York, sagt dazu: Nein, nein. Das Evangelium, in dem Vergebung, in dem Buße und Vergebung ja vorkommen, das ist nicht nur das ABC des Christenlebens, es ist das A bis Z des christlichen Lebens. Weil wir immer wieder Vergebung brauchen und weil es das Beste ist, aus diesem Evangelium, aus dem Evangelium von Buße und Vergebung heraus das ganze Leben zu leben. Und das verändert etwas mit unserem Leben, wenn wir aus dem Evangelium heraus leben. Und das wird uns deutlich, wenn wir von Vers 6 weitergehen. Denn wir haben ein Kontrastprogramm. Vorher sehen wir die Last, die auf David liegt. Wir sehen die Sommerglut und das Drückende. Aber von diesem Vers 5 aus, wo Vergebung vorkommt, wird etwas anders. In Vers 6 zeigt David: Wenn ich aus der Vergebung heraus lebe, dann gibt es keine Zeit, in der Gott nicht zu finden wäre. Jeder Getreue soll zu dir beten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Das ist eine Reaktion aus der Vergebung heraus. Wenn ich aus der Vergebung lebe, gibt es keine Zeit, zu der Gott nicht zu finden wäre. Denn ich habe keine Angst, dass er mich wegstoßen würde, wenn ich zu ihm komme. Wenn ich als bußbereiter Mensch zu ihm komme, dann weiß ich, er stößt mich nicht weg. Und deshalb muss ich nicht schweigen. Und deshalb brauche ich keine Sorge zu haben, dass Gott sich nicht finden lässt. Denn wer zur Buße bereit ist, von dem lässt Gott sich gerne finden. Wenn ich aus der Vergebung heraus lebe, dann sind Gottes Fluten, die es durchaus gibt in unserem Leben, dann sind es nicht die Fluten, bei denen ich Angst habe, Gott schickt sie, um mich zu zerstören, weil ich schuldig geworden bin, sondern ich weiß, es mögen vielleicht Fluten sein, die er in meinem Leben zulässt, aber es sind nicht Gottes erdrückende Fluten, sondern er trägt mich durch die Fluten hindurch. Es ist nicht die Strafe, sondern Gott trägt mich. Vers 7 macht uns deutlich: Wenn ich aus der Vergebung heraus lebe, dann ist Gott nicht der Strafende,
der mir Lasten auferlegt oder der mich Lasten tragen lässt. Du bist ein Bergungsort für mich. Vorher hatte David Sorge vor der Begegnung mit Gott. Gottes Hand lastete auf ihm. Jetzt ist Gott sein Zufluchtsort. Wenn ich aus der Vergebung heraus lebe, ist Gott der Ort der Sicherheit, weil ich weiß, dass er mich annimmt und aufnimmt. Ich kann mich sogar bei Gott ausheulen, wenn ich über meine eigene Schuld traurig bin. Und ich kann darüber jubeln, wenn ich Schuld bei ihm abgelegt habe, weil ich weiß, dass er mich davon frei macht. Deshalb kann David in diesem Vers 7 am Ende vom Rettungsjubel sprechen. Vorher hat er gestöhnt, als er schwieg. In dem Moment, wo er aus der Vergebung lebt, jubelt er. Im Vers 8 wird uns deutlich, wenn ich aus der Vergebung heraus lebe, dann sind Gottes Maßstäbe nicht die Last, die ich erfüllen muss, sondern sie werden zur Lust, weil ich Freude daran finden kann, von Gott belehrt zu werden. Ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Das nehme ich gerne von Gott an, weil die Maßstäbe nicht das sind, was ich erfüllen muss, damit er mich annimmt, sondern was ich erfüllen darf, weil er mich angenommen hat. Ich kann Freude daran finden, nach dem zu suchen, was Gott gefüllt, was Gott gefällt. Ich bin nicht angetrieben von der Angst, gegen etwas zu verstoßen, sondern ich nehme Gottes Maßstäbe für mein Leben an und gehe fröhlich darauf zu. Und weil ich weiß, mir ist vergeben worden, gebe ich mein Bestes. Und ich weiß, wenn es schief läuft, dann wartet Gott auf mich und nimmt mich auf. Gottes Augen, die in diesem Vers beschrieben werden, es sind nicht die suchenden Augen, die auf meine Fehler achten, um dann loszuschlagen, sondern es ist das Auge, was über mir ist, um mich durch Gottes Rat zu bewahren. Ich will dir raten, mein Auge ist über mir. Und ich möchte uns ermutigen anhand dieses Psalms und auch anhand dieser letzten Verse, die wir gesehen haben, dass wir mutig werden, Schuld in unserem Leben zu bekennen. Nicht zu schweigen, nicht versuchen, uns selbst abzurackern oder durch fromme Leistung besser zu werden, sondern immer wieder den Weg zu Gott zu gehen, immer wieder zu reden vor Gott. Schuld zu bekennen. Wer Schuld bekennt, rennt offene Türen ein. Und es sind Türen in ein befreites Leben. Und ich bin überzeugt davon, dass dieser Umgang mit unserer Schuld und Buße vor Gott auch unseren Alltag prägt und auch unseren Umgang miteinander, wenn es um Schuld und um Vergebung geht. Dass es uns die Angst nimmt, auch voreinander Schuld zu bekennen und Buße zu tun. Denn wenn Gott, wenn der große, allmächtige Gott mir vergibt und mir aus der Buße heraus eine Tür in ein befreites Leben öffnet, vor welchem Menschen soll ich dann Angst haben, dass er mir nicht vergibt? Oder dass er mir meinen Kopf fordert. Wenn Gott mir vergibt, welcher Mensch soll mich dann verdammen? Und ich möchte uns zum Schluss zwei Gedanken mitgeben, wie das vielleicht auch in unserem Alltag aussehen kann, wie wir mehr und mehr zu einem Leben aus der Vergebung kommen können und wie wir uns mehr bewusst machen können, was Buße und die Annahme von Vergebung auch in unserem Alltag bedeuten kann und wie es unseren Alltag prägen kann. Das erste ist der Satz: Lebe jeden Tag, als sei alles vergeben. Lebe jeden Tag, als sei alles vergeben, denn dir ist ja vergeben. Es ist Grundlage unseres Lebens, dass Gott uns vergeben hat.
Und deshalb können wir als solche leben, denen vergeben wurde. Die Grundlage unseres Tages, das ist nicht das, was wir tun müssen, um gut zu sein. Es ist das, was wir tun können, weil Gott vergeben hat. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, dass ich in der Regel meinen Tag mit einem Gebet von Psalm 103 beginne. Weil dieser Vers auch die Worte in sich trägt, barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Darauf lenke ich meinen Blick am Anfang des Tages auf diesen großen, vergebenden Gott, um mich von dieser Vergebung und von diesem vergebenden Gott prägen zu lassen und nicht von dem Gedanken daran, was ich alles tun müsste, um am Ende doch nicht besser zu werden. Und ich möchte dich ermutigen, das vielleicht selber zu praktizieren, den Tag mit einem Blick auf den vergebenden Gott, auf den barmherzigen und gnädigen Gott zu lenken. Lebe jeden Tag, als sei alles vergeben. Und der zweite Satz, der heißt, der Tag geht, Vergebung kommt. Und wenn wir abends schlafen gehen, dann lasst uns doch vorher zu dem gehen, der vergibt. Dann lasst uns doch unseren Tag nochmal an unserem geistigen Auge vorüberziehen und überlegen, was war heute und wo ist vielleicht Buße nötig. Und dann sprich das aus und bekenne das vor Gott. Nicht, um den Blick wieder darauf zu richten, was alles schiefgelaufen ist und wo ich wieder versagt habe. Nicht, um den Blick darauf zu richten, wie schlecht ich bin, sondern um den Blick auf den zu werfen, der Vergebung überhaupt möglich gemacht hat. Um den Blick darauf zu werfen, wie gut und wie groß unser Herr Jesus Christus ist, der sein Leben gegeben hat, damit uns vergeben wird. Lasst uns unsere Tage mit diesem Blick auf Vergebung beenden. Der Tag geht, Vergebung kommt. Dieser Psalm endet mit dem Vers: Freut euch an dem Herrn und jauchzt, ihr Gerechten, und jubelt alle, ihr von Herzen Aufrichtigen. Auf meine Buße folgt Gottes Antwort, und Gottes Antwort ist Vergebung. Deshalb versetzt mich ein Leben aus der Vergebung heraus in genau diesen Stand, den Vers 11 schildert. Wir können uns am Herrn freuen, wir können über ihn jauchzen, weil er uns zu Gerechten macht und weil er vergibt. Amen.
Wer Vergebung bei Gott sucht, der rennt offene Türen ein. Türen, die in ein befreites Leben führen. Gottes Türen sind offen für dich und für mich. Er möchte vergeben, befreien, hin in ein Leben, das von seiner Vergebung lebt, aus seiner Vergebung lebt. Vielleicht hast du gemerkt, dass Gott dich angesprochen hat, dass du ins Nachdenken gekommen bist und möchtest antworten. Gott antworten in einem ganz persönlichen Gebet. Dazu soll jetzt Zeit sein. Ich werde diese Stille, diese ganz bewusste Zeit für dich mit Gott, um Antwort zu geben auf das, was dich bewegt, mit dem Fürbittegebet beenden. Ich lade dich ein, mit Gott zu reden. Gott, wir danken dir für, dass deine Türen offen stehen, dass du ein befreites Leben für uns wünschst, dass du dich danach sehnst, dass wir aus dieser Vergebung heraus leben, die nichts weiter braucht als Wahrheit und ja, Menschen, die zu dir kommen. Und trotzdem braucht es immer wieder neu diesen Mut, sich auf diesen Weg zu machen. Wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst, ganz konkret, dass du uns Zeiten schenkst, in denen wir uns auf dich, den vergebenden Gott, besinnen, der uns begleiten möchte, der da ist, den wir als Bergungsort erleben, als Ruheort. Danke dafür, dass diese Perspektive das ist, was durchträgt. Danke dafür, dass du ein befreites Leben schenken möchtest. Wenn wir in unser Leben und auch in die Welt schauen, dann merken wir immer wieder, dass wir an Grenzen stoßen, an Konflikte in unserem ganz persönlichen Leben, aber auch Konflikte, die über Landesgrenzen hinausgehen. Vater, wir denken an die Konflikte dieser Erde, an Menschen, die auf der Flucht sind, vor Hunger, vor Verfolgung. Wir bitten dich, dass du bei ihnen bist, dass du sie begleitest und bewahrst. Wir bringen dir unsere Geschwister, die weltweit leiden, weil sie dich anbeten, weil sie mit dir leben. Wir bitten dich, dass du ihnen, dass du sie schützt, dass du sie ermutigst, dass du sie aufbaust. Wir danken dir dafür, dass keiner vergessen ist. Vater, und wir bringen dir gerade die Situation in Israel und im Gazastreifen. Wir bringen dir diese Situation und bitten dich, greife du ein. Schenke du Weisheit bei den Regierenden. Wir danken dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen, wissen dürfen, du hast die Fäden dieser Welt in deiner Hand und du hast gute Pläne in dieser Welt, mit deiner Welt. Danke dafür, dass wir wissen dürfen, das gilt. Und so bitten wir dich, dass wir hier auf der Erde mehr von dem erleben, was jetzt schon im Himmel ist, wo du regierst. Vater, wir bitten dich, dass dein Reich kommt. Und wir tun es mit den Worten, die dein Sohn uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen. Großer Gott, wir loben dich. Jetzt hören wir dieses Lied und ich freue mich, dass Nikolaus uns an der Orgel spielt. Vielen Dank. Wir kommen zu den Ansagen für diese Woche. Als erstes eine herzliche Einladung ins virtuelle Kirchencafé direkt im Anschluss an den Gottesdienst. Der Link findet sich auf unserer Homepage. Auf unserer Homepage und gerade im Newsletter ist in der kommenden Woche auch zu lesen, wie es weitergeht. Wir wollen wieder in die Präsenz. Und die Frage, wann das geschieht, die werden wir im Newsletter finden. Am kommenden Wochenende, am kommenden Sonntag, starten wir wieder mit einer neuen Predigtreihe. Glaube im Alltag, alltäglicher Glaube. Eine herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst am kommenden Sonntag. Es wird ein Familiengottesdienst an Pfingsten geben. Die Spenden und den Beitrag für den heutigen Gottesdienst, der ist für den Bund, für den BEFG, Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden. Sie bieten einen ganz vielfältiges Angebot an, um Gemeinden in unterschiedlichen Bereichen zu unterstützen. Sei es im Bereich der hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder im Bereich der Ehrenamtlichen. Aber auch, um Gemeinden zu unterstützen, diese vielfältigen Dienste, die in der Gemeinde anstehen, zu machen. Einen herzlichen Dank an alle, die sich heute an den Spenden beteiligen. Hendrik, du wirst uns noch den Segen zusprechen und im Anschluss dessen hören wir das Postludium noch einmal von Nicola am Flügel. Hendrik, komm doch gern nach vorne. Wir haben von einem vergebenden Gott gehört und deshalb möchte ich uns einen Segen zusprechen mit Worten aus dem 1. Thessalonicher Brief. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden
bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Und damit verabschieden wir dich heute in einen Sonntag, an dem du erlebst, Gott ist da und seine Türen sind weit auf. Wir sehen uns nächsten Sonntag und bis dahin, Gott befohlen.